Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Pokémon Schwarz 2. Und was soll ich sagen? Es ist ziemlich gut gelaufen für mich im letzten Part, weil ich das Maria-Turnier hier beim Pokémon World Tournament natürlich gewonnen habe. Na klar, der Level der gegnerischen Pokémon war ja lächerlich gering. Und jetzt ist hinter mir Akromas, aus dem Grund, weil nämlich vorhin ein Team Plasmarubel an uns vorbeigelaufen ist, Richtung Süden. Und das hat natürlich unser Rival und Kumpel gesehen und ist denen sofort hinterher. Und wir müssen jetzt auch die Verfolgung aufnehmen. Ein Schiff muss das Meer überqueren. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wirkt es irgendwie einsam. Ja, und sehen wir, was wir jetzt hier plötzlich für ein Schiff haben. Das war vorher noch nicht da. Dieses Schiff. Warum ist es so kalt? Außerdem... Es sieht wie ein altes Segelschiff aus, aber das ist es nicht. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich alle gleich fertig. Ist das etwa euer Versteck? Bingo! Du hast es erkannt! Deswegen sind hier so viele von uns. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Hahaha, spiel ich nicht so auf. Auf geht's, macht sie fertig. Plasma! Nur, dass du es weißt, ich bin jetzt richtig sauer. Du bist das Erste dran. Eine Herausforderung von Team Plasmarubel, das sagt man dazu. Wir haben die Typen ja schneller gefunden, als uns lieb ist. Und der hat ein Smogon. Auf Level 33, Bitch Please, ich hab Abmurai. Auf Level 40, Wasserdüse. Na klar, auch noch voll vergiftet worden. Wie kannst du es nur wagen? Unverschämtheit. Wasserdüse nochmal. Mann, ich will aber kein Schlammbad nehmen. Das soll zwar gut für die Haut sein, aber nicht, wenn es zum Typ Gift ist. So, nochmal Wasserdüse und stirb gefälligst. Du vertraust doch nie mehr blind auf das Kommen deiner Pokémon, oder? Der Nächste! Los, beeilt euch! Jetzt bin ich dran, oder genauer gesagt, ist jetzt mein Unrat Vitox dran! Eine Herausforderung von Plasmarubel, der auch wieder nur ein Unrat Vitox hat, so wie es gerade gesagt hat. So, ey, das ist so hässlich! So, Abmurai leider immer noch vergiftet. Ich glaube, ich werde sogar ausnahmsweise jetzt mal austauschen auf Rockheimern. Jetzt sind wir wenigstens vom Level her mal ebenbürtig. So, Bedrohung wirkt. Und der Tytox setzt Horta ein. So eine unnötige Attacke. Und da ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht noch gegen weitere Plasmarubel kämpfen muss, Beutel... Statusheilmittel, Hyperheiler, einsetzen, Abmurai. Und die Vergiftung der Abmurai wurde geheilt. So, Matschbombe. Nicht sehr effektiv und auch wieder vergiftet. Ey, das ist doch nicht zu fassen, wie die mich hier ständig vergiften, diese Mistkerle. Arschloch. So, egal. KP-AP-Erholung, Tafelwasser, Abmurai. So, KP wurden wieder aufgefrischt, wieder Horta. Ich hätte vielleicht doch lieber Magneto nehmen sollen, das kann nämlich nicht vergiftet werden, das ist ein Stahl-Pokémon, aber ich leider... Naja, ich habe es nicht vergessen, aber ich wollte halt lieber Rockerman nehmen, weil das kann ja die Dampfwalze neuerdings. So, ich walze dich einfach platt. So, sehr effektiv und die Initiative sinkt. Bodycheck. Ziemlich schwach, er leidet auch noch Rückschussschaden, so wie er leidet Schaden durch Gift. Nochmal Dampfwalze, hier nochmal Plattwalze und das war's. Der Müll wird einfach platt gewalzt.
Plasma! Plasma! Halt doch die Fresse! Na, dieses Balk! Es erinnert mich an den Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat! Ja, jetzt guckst du blöde, hä? Hier! Sackgesichter, verdammte! Aber das sind echt verdammt viele von denen. So, immer mal hier. Ich habe mir genug Hyperheiler gekauft letztens. So, auch noch für Rockermann. Dann vielleicht auch noch einen Supertrank. Das geht ja mal gar nicht klar hier. So. Normaler Trank. Soll ich wieder alle volle KP haben. So ist es besser. Aber das ist wirklich für ein normales Segelschiff ein bisschen ungewöhnlich. So. Zu dir oder zu dir? Was ist los? Pah, 2 gegen 1, wir machen dich platt. Alex, ich möchte Ihnen zeigen, wie wir zusammen, was wir zusammen erreichen können. Unterstützt du mich dabei? So, jetzt haben wir einen Doppelkampf gegen 2 Plasmarubel mit jeweils 2 Pokémon. Slimer und Golbat. Na dann, los, Bisspark und Abmurai. So, Bedrohung von Bisspark wirkt. Angriff von Slimer sinkt und auch von Golbat. Also in der Doppelkampf betrifft es sogar beide Pokémon, das ist immer sehr schön. Ich würde sagen, Schaufler gegen Slimer. So, Donnerzahn schön gegen Golbat, das ist gut. Und knapp überlebt, Windschnitt. Abgewehrt, weil wir unter der Erde sind. So, Komprimatur. Oh je. Das ist nicht gut, weil der Fluchtwert stark steigt. Und der Schaufler trifft aber trotzdem. Macht doch sehr viel Schaden, sodass Slimer besiegt ist. So viel zum Komprimatur. Unnötig. So, Donnerzahn. Und Golbat ist hin. Und zurück. Level 30. Wegen dem EP-Teiler. So, jetzt hat ein Kleopa da und der andere Typi hat ein Rockermann. So, das hat aber irgendwie nicht Bedroh als Fähigkeit, gut zu wissen. Wasserdüse gegen Rockermann natürlich. Und Rockermann ist platt. So, Stärke gegen Kleopa da. Was es ebenfalls nicht überlebt hat und schon haben wir gewonnen. Wir sind einfach awesome. Und sogar Level 31 ist ja noch besser. Der Arena-Leiter ist bereits ziemlich stark, aber du bist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich auf dieselbe Kombination gezählt habe wie du. Nanu, Zoroa entwickelt sich. Glückwunsch, denn Zoroa wurde zu einem Zoroark. Danke, du bist wirklich stark geworden. Jetzt hilf am besten Steven. Ja, jetzt muss ich auch noch mit ihm einen Doppelkampf machen, aber endlich! Hat auch gar nicht so lange gedauert und schon habe ich jetzt ein Zoroark. Das ist noch viel, viel besser als Zoroa. Ich weiß, da streiten sich auch wieder die Fans drüber, wie man das jetzt wirklich richtig ausspricht. Zoroark oder Zoroark, irgendwie so. Ihr wisst ja, welches Pokémon ich meine. Aber ich glaube, das sind wirklich sogar schon auf Level 30. Bericht. Das sieht doch mal richtig geil aus. Ich finde ja wirklich, dass Zoroark eines der allerbesten Unlicht-Pokémon ist, das weder legendär ist noch eine Mega-Entwicklung kann. Es ist trotzdem immer noch wegen seiner Fähigkeit Trugbild einzigartig. Und wie gesagt, es wird später noch wesentlich stärkere und bessere Unlichtattacken lernen. Mir fällt da noch eine ein, die glaube ich sogar nur Zoroark lernen kann, wenn es stimmt. Nennt sich nämlich Nachtflut, aber das lernt es erst etwas später. So, der EP-Teiler, ich weiß gar nicht, ob es nicht jetzt noch schlauer wäre, jetzt mal Folgendes zu machen. Ich nehme den jetzt mal weg und gebe ihn dafür Magneton, weil das muss auch noch ein bisschen stärker werden für den nächsten Arena-Kampf dann. So, trägt Expertengut, das ist ja egal, das kann jetzt mal ausgetauscht werden, so. Und Zoroark, meinetwegen gebe ich dir den Expertengut.
dass hier wenigstens kein Pokémon ohne Item ist. So, Zorakel ist im Experten gut zum Tragen, verstärkt sehr effektiv Attacken. Weil nämlich die nächste Arena, hab's eh schon erklärt, ist eine Flugarena und da ist natürlich ein Elektro-Pokémon von entscheidender Bedeutung für den Sieg. So, jetzt sind wir zwei am Drücker. Ich werde es schnell zu Ende bringen, also hilf mir dabei. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Eventura City ein Felido gestohlen hat? Und wieder ein Plinplasma-Doppelkampf. Für die sind alle aus, als wären sie geklont worden. Keine Ahnung, wir haben alle dieselbe Hackfresse. So, Smogon und Slimer. Evoserp. Und Aporei. Tja, irgendwie schade, sein Starter hat sich noch nicht entwickelt. Da fehlen ihm nämlich noch ein paar Level. Aber ich glaube, wenn wir das nächste Mal einen Rivalenkampf gegen ihn austragen, wird er auf jeden Fall dann schon sehr royal haben. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Wasserdüse. Egelsamen. So, Slimer wurde jetzt bepflanzt. Schlammbart. Gerade gegen Evoserp ist aber leider sehr effektiv in Giften so und es wurde auch vergiftet. Ah. So, Matschbombe. Alter, hey, lass doch mal Evoserp in Ruhe, verdammt. Das kann er schon fast gar nicht mehr und wenigstens bekommt das KP zurück durch den Egelsamen. So. Und verliert aber gleichzeitig wieder was wegen der Vergiftung. Das ist eigentlich total dumm. So, noch eine Wasserdüse und dann ist Slimer schon mal sowas von weg. Das nervt uns also nicht mehr. So, Laubklinge. Gegen ein Gift-Pokémon? Nicht sehr effektiv. So, Schlammbart. Ey, die haben es echt auf sein Evoserp abgesehen. Die sind so oberfies und ui, es wurde besiegt. Der müsste doch noch mehr Pokémon haben. Oh, er hat den Grill-Cheater. Er hat den Cheater vom Grill. So, radikal. Verarschen. Was soll ich denn mit so einer Ratte? Egal, ich mach trotzdem erstmal mit der Wasserdüse Smogon platt, damit es niemand mehr vergiften kann. Sehr gut. Es hat sich ausgiftelt. So, Funkenflug. Knirsche. Steck mal locker weg. Und jetzt noch ein Kuckmara. Guck mal da, ein Kuckmara. Vergeltung. So, wieder Funkenflug und Radikal ist down. So, und weil ich ja schon vorhin Schaden genommen habe, kriegt jetzt Superzahn erstmal. Ja, okay. Gibt's jetzt die doppelte Power für Vergeltung und tschüss, Mann. Wenn das so weitergeht, ist dieses Schiff, die Plasma-Fregatte so gut wie verloren. Plasma! Moment mal. Ist nicht wahr. Mist. Was jetzt? Wir haben alle besiegt. Dann werde ich sie mal über das Felido ausfragen. Okay, ich möchte auch einiges in Erfahrung bringen. Was geht hier vor? Sieh mal einer an. Dich haben wir doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Violatius. Dann verrate mir mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du... Wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen und über Einhal herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Finstrio, bringt sie von hier weg! Damit du es weißt, wir sind nicht deine... ich weiß, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was sie gesagt hat. Das Finstrio? Was sind denn das für welche? Ah, mir reicht's. Wohin ist Team Plasma verschwunden? Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen, sie zu verschleppen. Ich mache mir aber mehr Sorgen darüber, was Violatius vorhin gesagt hat. Was meinte er damit, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über Einhal herrschen würden? Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einhal. Alex, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte, deswegen gehe ich zur Route 6. Pass auf dich auf. Wow, ziemlich krasse Sache, oder? Jetzt haben wir
einen der Weisen von damals gesehen, Violatius, der Typ, der halt lila trägt. Oder violett. So, irgendwie halt. Das ist eigentlich der Einzige, der noch übrig ist. Die anderen, die sind ja alle gut geworden. Also die, ich glaube die anderen, ich weiß gar nicht, ob man die anderen überhaupt alle noch trifft. Abgesehen jetzt mal von Rubius. Aber wie gesagt, Violatius, der hat es irgendwie noch nie, immer nicht geschnallt. Der ist leider immer noch auf der falschen Seite. Was für ein Trottel. Aber gut. Oh, es regnet mal in Maria City. Habe ich eh schon mal angedeutet, dass hier öfters mal Regen fallen kann. So, ab ins Pokémon Center erstmal. Und ich glaube dann... Oh, Dr. Metallier hier den Rasen hier. Den werde ich auch gleich mal anquatschen. Kriege ich wieder neue Medaillen. Mal sehen, was ich jetzt wieder für eine Medaille bekomme. Da bist du endlich, Alex. Du lässt nichts anbrennen, was? Hier ist deine neue Medaille. Alex erhält die Medaille auf großem Fuß. Bestimmt, weil ich wieder ziemlich viele Schritte zurückgelegt habe. Und hier ist sogar schon auch einer. Hier nimm. Alex erhält die Medaille Maria-Meister. Bestimmt, weil ich das Maria-Turnier gewonnen habe. Hm, Alex, es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm diese Tippmedaillen. Alex will 2 Tippmedaillen. Oh, ich habe leider keine weiteren Tippmedaillen mehr für dich. Versuchen, die Anzahl Medaillen auf 50 zu holen. Häng dich rein. Ja, ist schon klar. So, dann mal noch ein bisschen shoppen. Ich hätte nämlich ganz gerne... Also, wie gesagt, ich habe jetzt zuletzt 20 Hyperbälle gekauft. Ab 5 Orden kann man endlich Hyperbälle kaufen. Gut, auch Zeit. Hier, ich glaube, ich kaufe mir noch mal Hyperheiler. Gibst du mir am besten noch mal 12 Stück. Ich habe eh mehr als genug Geld. So, jetzt habe ich... 20 Hyperheiler, sollte man reichen. Flugzeug habe ich 3 Stück, gibt es nur noch 2, so. Gut, Top-Shoots, 30, dass mir die Pokémon nicht so auf die Nerven gehen, weil ich jetzt gerade keinen Bock auf die habe. Ja, und ansonsten reicht das mal und tschüss. Gut, ich habe noch ein bisschen Zeit übrig für den Part. Ich gehe jetzt auch erstmal zu Route 6, bevor ich mich zu diesem alten Fluchtweg aufmache. Weil ich mich erinnern kann, dass ich von Sharon, glaube ich, sogar eine VM bekomme. Und ich glaube, das müsste sogar Surfer sein. Deswegen auf zu Route 6. Die ist nämlich auch gleich hier. Und ja, ihr habt ja jetzt gesehen, es ist jetzt Herbst, weil ich es schon im Juli zocke. Und ich habe ja gesagt, jeden Monat im Spiel wechselt sich die Jahreszeit immer ab. Das heißt, wenn dann... In echt halt, August, das ist im Spiel dann schon, sogar schon Winter. Und dann fängt das halt im September wieder von vorne an, ne? Dann haben wir dann wieder Frühling und so, ne? So ist das normal. Jetzt sind die Bäume schön gefärbt und so. Schön buntes Laub hier. Und wie gesagt, jetzt habe ich aber gerade keinen Bock auf wilde Pokémon und deswegen... Oh, Mehrzwecktasche. Moment mal, ich sollte hier vielleicht mal... Wo habe ich denn überhaupt? Den Topschutz gebe ich jetzt mal in die Mehrzwecktasche, weil ich den relativ häufig brauche. Einsetzen. So, ich habe jetzt im Moment keinen Bock auf viele Pokémon. Und weil ich auch schon mal gefragt wurde, ob Rockhammer vielleicht irgendwann rausfliegt, ich kann es noch nicht sagen. Aber es kommt auf jeden Fall relativ bald ein neues Pokémon ins Team, was ich auch durch den alten Fluchtweg fangen kann. Nicht direkt dort, aber naja, werdet ihr das schon sehen, es hat noch ein bisschen Zeit. Ha, voll verarscht. So, das Item da unten, das kann ich leider noch nicht bekommen. Ich habe als Hausaufgabe oft bekommen, die E-Punkte der Pokémon zu studieren. Eine Herausforderung von Schulkind Lolita. Oh Gott, du hast nicht wirklich diesen Namen, oder? Seesu Kids. Und das ist jetzt seine Herbstform, logischerweise. Denn es ist ja nicht umsonst das Jahreszeiten-Pokémon. So. Was ich bitte überhaupt nicht verstehe, das ist ja Pflanze normal. Warum? Warum ist das normal? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, ist schon nicht mehr normal, oder? Viel Ender. Und abgewehrt. Na klar, so jetzt haben wir Bodycheck auch abgewehrt. Das sind beide haben wir nicht getroffen. Nochmal. Viel Ender trifft gefälligst. Und zack. Die stärkste Käferattacke macht alle Pflanzen-Pokémon Meier. Und jetzt noch ein Schnuthelm. Wie das aussieht. Wasserdüse jetzt durch den Regen sogar noch 50% stärker. Das war ja leicht.
Benutzt doch bitte keine Attacken, die ich nicht vorhersehen kann. Hä, warum denn? Voll schlechte Verliererin, sowas liegt hier alles rum. Oh, sieh mal an, ein wildes Tampignon erscheint. Level 29, weiblich. Richtig fies. Hab es einfach mal so getan, als wäre es ein Item. Dabei ist es gar keins. Gut, kann ich ja eigentlich auch fangen. Wasserdüse. Wenn ich besiege, ist halt, ist mir auch egal. Es gibt mehrere davon. So, Verwurzler. Naja, jetzt nimmt es über seine Wurzel Nährstoffe auf, aber egal. So, Beutel. Ich fange mir das jetzt einfach mal ins Team. Kommt es zwar nicht, aber egal. So, Hyperball und einsetzen. Wehe, du bleibst nicht drin. Ich warne dich. Klasse, Tampignon wurde gefangen. Nummer 161, Tarpignon, Pilz, Pflanze, Gift, Größe 20 cm, Gewicht 1 Kilo, ist eigentlich voll klein. Es ist gemustert wie ein Pokéball, es lockt damit andere Pokémon an, um sie dann mit Giftsporen zu besprühen. Ganz schön hinterhältig. So, vielleicht ist aber das hier ein echtes Item. Ja, ein Elixier, super, das füllt ja alle AP auf. Von einer Attacke jedenfalls. So, wo ist denn jetzt Sharon? Da ist er schon. Ja, Alex, hast du kurz Zeit für mich? Es hat sich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tessera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es war zwar nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Und das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch in Stratos City und Maria City gemessen. Und vor kurzem gab es doch diesen Vorfall mit dem Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Hier, ich gebe dir die VM Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen. Denn wenn du einem deiner Pokémon Surfer beibringst, kannst du auch übers Wasser reisen. Alex erhält das Item VM3 Surfer. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe, aber es kann gut sein, dass da etwas Merkwürdiges vor sich geht. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Ja, endlich habe ich die VM Surfer bekommen. Sehr, sehr wichtig für den weiteren Spielverlauf und die muss ich auch gleich jemandem beibringen. Viel Auswahl habe ich ja, glaube ich, auch gar nicht. So, VM3 Surfer, müssen wir erstmal nach Nummer sortieren. So, VM3 Surfer, eine riesige Flutwelle ergießt sich über das nähere Umfeld des Anwenders, ermöglicht das Surfen auf dem Wasser. Typ Wasser, Kategorie spezielle Stärke 95. Ganz richtig, ziemlich starke Wasserattacke. Einsetzen. Und logischerweise kann das nur Admiral lernen. Weil klar, weil wer soll das auch sonst können, ne? So, also Admiral muss ich das jetzt aber notgedrungenermaßen trotzdem beibringen. Und ich werde ihm deshalb die Wasserdüse vergessen lassen, auch wenn das natürlich eine Erststärkeattacke ist, aber wie gesagt, die Stärke 40 ist halt leider nicht so super duper toll. Und zwei Wasserattacken zu haben ist irgendwie auch blöd. Also Wasserdüse und Surfer und dafür dann vielleicht den Schaufel oder so weg, das finde ich jetzt auch nicht so super. Deswegen die Wasserdüse, von der müssen wir uns leider verabschieden. Der Surfer ist ohnehin um einiges stärker und ich brauche den ja. Und ein zweites Wasserpokémon ins Team nehmen ist irgendwie auch wieder doof. 1, 2 und schwupp. Admiral Wasserdüse vergessen und Admiral lernt Surfer. Jetzt können wir mal richtig schön reinhauen. Okay, gut, das war's eigentlich auch schon. Den Part kann ich jetzt schön beenden. Und hier kann man auch so schön jede Form von Sesukids einmal sehen. Also hier die Frühlingsform. Ne, Blödsinn, das ist Sommer. Grün ist Sommer, rosa ist Frühling, orange ist Herbst. Und hier haben wir noch die Winterform. Röhr, Röhr. Röhr, wieso ein Hirsch? Röhr. Röhr, Röhr. Was du nicht sagst. Und du? Röhr. In diesem Forschungslabor kann man alle vier Formen des Sesukids gleichzeitig sehen. Wir sind sowas wie die Koryphäen auf dem Gebiet der Sesukids-Forschung. Wie wär's, möchtest du nicht eines unserer seltenen Sesukids trainieren? Naja, klar. Du kannst keine weiteren Pokémon mitnehmen, du bist scheiße. Was zum... Ich kann hier einen Sesukids bekommen? Der würde mir eins schenken? Geil. Da müsste ich halt Platz im Team machen.
Willkommen im Jahreszeitenforschungsinstitut. Hinter Panaero City liegt der Wendelberg, auf dem je nach Jahreszeit Schnee liegt. Das ist richtig. Na sowas, deine Pokémon haben keine Attacken oder Fähigkeiten, die das Wetter ändern könnten. Wenn du Pokémon mit solchen Attacken oder Fähigkeiten mitbringst, kommst du in den Genuss meiner Spezialität, der Pokémon-Wettervorhersage. Tatsächlich? Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es gibt Pokémon, die nach Jahreszeit ihr Aussehen verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch von einer Art Entwicklung sprechen kann? Nee, das nennt sich Formwandlung, du Idiot. So. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Typ hier, ob der kämpfen will oder nicht. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und im nächsten Part... Obwohl, eigentlich hier... Eigentlich ja nicht. Komm, wir fliegen lieber zurück. Phasen noch fliegen. Wir fliegen wieder zurück nach Maria City. Dann beende ich den Part eben ausnahmsweise mal hier im Regen. Weil ich möchte jetzt, da ich die vor allem Surfer gelernt habe, unbedingt noch durch den alten Fluchtweg, weil der führt mich in die tieferen Stockwerke des alten Palastes, der ja hier in Schwarzwein, weißt du, nicht mehr komplett zugänglich ist. Der alte Fluchtweg ist die einzige Möglichkeit, das zu tun. Und da ganz, ganz unten im alten Palast werde ich ein ganz besonderes Pokémon fangen können. Und das möchte ich auch unbedingt ins Team nehmen. Weil ich glaube, Sesukids, ich mein Pflanzen-Pokémon, ja, weiß nicht, brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich eh Magneton habe, Elektro und so, also ich glaube, das werde ich nicht wirklich ins Team nehmen. Das ist jetzt auch nicht so das mega super tolle Pokémon. Aber wie gesagt, im nächsten Part geht es dann erstmal zum alten Fluchtweg. Also danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!